Da muss man erstmal schauen. Ach super, Stärkungstank nehme ich gleich mit. Ah, scheiße, ich habe vergessen. Ah, du kannst nicht stacken mehr. Ne? Ach, kacke. Das habe ich ja komplett vergessen. Stacken geht ja nicht mehr. Ja, Moment mal. Ich bin doch hier. Ach, hier, Gezeitmeister. Ich habe mich schon gewundert, wo ist denn der Typ? Wegen dir kam ich hier extra hierher. So, dann gehen wir mal zurück. Oh. Vielleicht nicht gerade so die beste Idee, dahin zu gehen, wo hier noch Gegner übrig sind, aber... Bisschen Erfahrungspunkte und vielleicht diese Servetten da töten. Ah, super, perfekt! Da macht schon jemand hier den Weg frei. Oh. Warum? Warum hast du dich ver... Oh mein Gott, er ist so ein Lappen. Wenn er schlau gewesen wäre, hätte er gewartet, bis ich hier erstmal die Gegner weggefraselt hätte und dann hätte ich ihn wiederbeleben können. Aber nein, wenn er verrecken will, ist nicht mein Problem. Ich hätte ihn mit freundlichen Händen empfangen und wiederbelebt. Aber wenn er nicht will, selber schuld. Was? Ich habe das nicht verstanden. Ich schlag euch. Schlangen euch. Ach, kacke. Ja, super. Da muss ich jetzt doch an euch vorbei. Noch einer? So, was gibt's hier? Tränke nehme ich nicht mit. Ich habe Stärkungstrank, das ist viel besser. That Logic, ich weiß. Brax? What the fuck you do? Ach so, nein, du bist nicht meiner. Du bist nur noch eine leere Vergangenheit. Oder besser gesagt, noch irgendwo bei mir drinne. Ich könnte dich eigentlich rufen, aber ich finde Mirana eigentlich besser. Die scheint irgendwie mehr drauf zu haben als du. Alles klar. Ihr müssten mir wetten sein. Oder was ist das, wo ich jetzt hin... Ach, Silbertropfmine. Das war ja was ganz anderes. Ah doch, hier kriege ich diese Seefetteln, Alter. Ich wollte schon immer Vetteln mal auf die Fresse hauen. Jetzt haben wir endlich mal die Chance dazu. So, das waren die... Ach, Seetrolle muss ich auch noch töten. Passt. Sehen mir aus wie Trolle oder so. Oder Orks. Ist irgendwie immer dasselbe Gesindel. Okay. Jetzt wird's interessant. Fett läuft so. Siehst du, das würde Rex nicht machen. Sie läuft, wenn sie weiß, dass sie keine Chance hat, läuft sie weg. Das ist doch schon mal wenigstens ein Fortschritt im Vergleich zu Rexy. Der einen Scheißdreck macht. Der sich der Gefahren stellt. Ist zwar ehrenvoll, aber hilft mir irgendwie nicht wirklich weiter. Schadenstechnisch. Alter, was das, was hat das Ding für eine Range? Ich treffe Leute, die ich eigentlich gar nicht treffen sollte. Na, wir müssen uns ranhalten. Ich glaube, wenn wir hier jetzt noch alle Dailies clearen und die Quest abgeben, das war's. 61 ist dann für uns schon mal gebongt. Mir fällt auch auf, es geht schon etwas langsamer voran mit den Level-Ups. Ich meine, ist ja klar, logisch gesehen ist klar, ne? Es ist halt, je höher die Stufe, umso mehr Erfahrungspunkte brauchst du, aber... Ich meine, von wer Neverwinter gespielt hat, weiß das eigentlich von 1 bis 60. Es ja immer in denselben Tempo sich angefühlt hat. Ging es immer in denselben Tempo voran. Hier, finde ich, jetzt haben die ein bisschen einen größeren Level-Cap hingeklatscht. Also Erfahrungspunkte, die man braucht, um die Maximalstufe zu erreichen. Finde ich gut. Das motiviert länger und ich bin nicht dann irgendwie so nach 20 Parts oder was weiß ich, wie vielen Parts dann fertig schon. Vor allen Dingen bin ich dann gespannt, mal die alten Dungeons, habe ich gerade schon gelesen vor kurzem, dass sie zwar keine neuen Dungeons rausgebracht haben, aber in den alten Dungeons, die es schon gab,
ein bisschen ein paar neue Sachen eingebaut haben. Und da bin ich gespannt, mal zum Beispiel so in Kragmir-Gruft oder was es auch immer da gibt, mit Level 70 nochmal reinzugehen und zu schauen, wie schwer es jetzt geworden ist. Und die Tatsache, dass er meine Seevettel geklaut hat, finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Ich brauche Seevettel, ich brauche keine Trolle. Die hätte ich ihn eigentlich auch überlassen können. Na komm schon. Oh ja, Verjüngungstank nehme ich gerne mit. Das sind doch... Ach, geht's hier tiefer rein? Ah nein, das ist zur Oberfläche zurück. Nee, das will ich nicht. Ich muss immer noch ein paar Seevetteln töten. Vielleicht... Gibt's die vielleicht noch irgendwo anders? Ich habe immer so das beschissene Gefühl, dass das nicht so ist. Ich gehe einfach mal raus und gehe durch den anderen Eingang wieder rein. Muss ich nicht immer so einen Umweg machen. Hier, ich meine, hier gibt's auch Seevetteln zum Glück. Brauche ich nicht extra in die Minen rumzuhausen und zu warten, bis immer wieder neue respawnen. Wenn ich die finden würde, außerdem. So, was muss ich für eine Waldläuferrettung? Wasserläufer von Krabben in die Enge getrieben? Die Trolle, darauf habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Hä, wo zur Hölle sollen denn Seevetteln sein? Ach, da ist eine! Da ist eine Vettel! Da ist die Sau! Okay, das zählt. Das ist doch schon mal etwas. Ansonsten gehe ich gleich wieder in die Mine rein und hol mir ein paar. So, das war der Eingang, ne? Ja. Ich bin ein ehrlicher Kämpfer. Rex? Da flappe die Dinkel! Dich krieg ich ja niemals aus dem Kopf! Ne, die kann er behalten. Ich will die da haben. Ich will nur die haben. Leute. Nur die. Den Rest kannst du behalten, du Dreckschwein. Kein Interesse. Kein Interesse. Ich will nur die Vetteln. Irgendwo müsste hier noch mehr sein. Da. Das war noch eine. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Noch eine Vettel, noch eine Vettel, noch eine Vettel. Sieht nicht so aus. Ah, hier. Da. Ah. Geht doch aus meinem Winkel hier. So. Und auf Wiedersehen. Mirana ist schon tot, sehr gut. Wollte schon Vettel sagen. Wie viel sind es noch? So, nach ihr sind es nur noch zwei. Das ist ein Troll, den brauche ich nicht. Troll, 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 Troll. Hey, habt ihr auch mal was anderes als... Ah, hier, bitteschön. Das ist, was ich brauche. Und auf Wiedersehen. Verdammte Scheiße, mir fehlt genau noch einer. Lass mich raus. Gott sei Dank, komm nicht raus. So. Ich könnte noch eine Routine machen. Sprich, ich gehe nochmal hier, war diese eine andere Tusse? Die, hier lief doch eine rum. So ein Boss oder so war das, ne? Ach, da! Perfekt! Komm her! Ja, haha, ja. Genau. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich habe keinen Bock gerade. Wegrollen, so schnell es geht hier, ganz ehrlich. So, jetzt muss ich nur noch Waldläuferrettung irgendwie machen. Problem ist, es gibt hier momentan nicht diese
diese heldenhafte Begegnung. Außer ich bin wieder... Nein. Nee, nee, gibt's nicht. Ich muss erstmal entweder ich warte ab, solange kann ich schon mal andere Dailies annehmen. Aber momentan sind die noch nicht gedroppt, Alter, die hier, die Begegnung. So, der Tote geteilt wird sicherlich Moral des Dings da schwächen. Perfekt. Jawohl, das ist doch 100% Level Up. Ah, fuck the shit. Da fehlt nur noch so ein Ticken, Alter. So, verändern wir schnell. Okay. Was hat der gute Herr für uns parat? Oh, Tränke. Perfekt. Nehme ich ein bisschen mit. Ist das sonst irgendwas Nützliches? Nein, ne? Gut, dann gehen wir uns hier mal was Neues holen. Heilende Ernte. Wenn ihr eure magische Heilung erschöpft habt, müsst ihr auf herkömmliche Kräuterkunde zurückgreifen. Zum Glück sind wir Druiden sehr bewandert im Gebrauch von Heilpflanzen aller Art. Doch leider stehen wir unter solchem Druck, dass unsere Kräutervorräte schwinden. Bitte sammelt einen Vorrat an Wandrins Rankenblüten und Baronas Kappenpilzen. Dies könnte mitunter Überleben und Tod unserer Verwundeten entscheiden. Ranken wachsen auf Felsen und Klippen im gesamten Gebiet, bauen Krippen wachsen in der Dunkelheit der Minen. Okay, einmal in die Mine und so weiter. Wir haben bemerkt, dass auf den Gegenständen, die diese aquatischen Eindringlinge tragen, ein merkwürdiges Symbol eingraviert ist. Ich möchte wissen, was es bedeutet. Ein Weiser namens Yolanda, der ein Mitglied unseres Ordens war, besitzt ein Buch, welches hunderte gebräuchliche Symbole und Kontinents beinhaltet. Leider wurde Yolanda beim ersten Angriff der Kreaturen getötet und wir haben nicht daran gedacht, seine Bücher einzusammeln. Bitte beschafft euch ein Symbol des aquatischen Humanen und vergleicht es mit den Bildern im Buch. Das Buch sollte sich noch immer im Lager befinden, in dem der Weise getötet wurde. Okay, noch einer kann ich. So, dann gehen wir weiter zum Zwerg. Ich habe einen Silberschlag. Ich habe einfach kein Glück. Kurz bevor die glitschigen Humanoide uns angegriffen haben, sind wir tief in der Silbertropfmine auf eine reiche Ader von Silbererz gestoßen. Ich denke nicht, dass die Seetrolle eine Ahnung davon haben, wie wertvoll das Erz ist. Und selbst wenn, dann wissen sie sicher nicht, wie man es verarbeiten muss. Ich wäre euch mehr als dankbar, wenn ihr etwas von dem Silbererz sammeln und uns bringen würdet. Das ist meine Zwergenimitation. So imitiere ich Zwerge. So, warte. Immer noch nichts mit Waldläufer, ne? Ja. Das ist natürlich scheiße. Sammelt Blüten von Dingenskirchen. Da, sind das die Dinger? Ach, hier, das sind die Viecher. Die sieht man ja kaum, die kleben ja gerade mal so in dem Felsen dran. Was müsste ich hier machen? Ach ja, hier, das war wegen irgendwas anderes sammeln. Das war ja wegen den Blüten, die in den Minen wachsen. Ich möchte aber... Ach, da ist was. Lasst ihr mich in Ruhe, lasse ich euch in Ruhe. Perfekt, umso besser. Du tötest sie, ich verpiss mich. Das nenne ich Teamwork. So, ja, dann gehen wir mal rein und sammeln mal von den welchen. Da liegt schon einer. Hier. Ach, das sind solche Pilzen. Okay. 5 Stück. Okay. Wenn ich mich nicht dumm anstelle, schaffe ich es ohne fast ohne Feinkontakt. Wir haben ja eine ziemlich fette Aggro-Range, das gefällt mir nicht. So, da ist noch einer. Perfekt. 3 Stück schon mal hier gesammelt, das ist perfekt. Er muss da immer... So, wir versuchen so gut es geht, ohne Feinkontakt hier durchzukommen. Aber ich glaube, das wird hier nicht möglich sein. Das war einer. Hier, perfekt. Wenn ihr mir jetzt hier schnell... Ah, kann ich aufsammeln, weil ich im Kampf bin. Alles klar. Makes sense. Die Tatsache, dass die Kisten einfach mal hier sind, obwohl ich schon vor langer Zeit hier rausgegangen bin. Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Die wären ja ewig.
Gut, das waren die Pilze. Jetzt muss ich nur noch die Ranken sammeln. Die kriege ich ja von draußen. An diesen guten Kollegen komme ich vorbei, wenn ich mich unsichtbar mache. Ja, da haben die kein Problem mit. Sehr schön. Läuft momentan ziemlich gut. Wir kommen ganz schnell voran. Ich bin gespannt, ob es einfach, wenn wir alle Dailies durchhaben, wir mit dem Gebiet an sich durch sind, oder ob sich das dann einfach so wie immer resettet. Das muss man natürlich anschauen, aber ansonsten momentan kommen wir gut voran, fast ein Level abgesichert. Das ist schon Fortschritt in meinen Augen.